So, das sind wir wieder. Ich glaube, Terraria kam mit der Coolness unserer Brille nicht zurecht und ist deswegen abgeschmiert. Aber was soll's? Wir gehen jetzt einfach runter. Ich hoffe, dass das Ding noch unten ist. Sonst wäre es schade drum. Ach, da sind die Linsen wieder. Soll ich es jetzt nochmal probieren? Ich will nicht, dass es nochmal abschmiert. Ach komm, Risiko. Aber diesmal tue ich den Eimer runter und setze sie direkt auf den sozialen Slot. Haben wir gleich viel Rüstung. Ja, es ist nicht abgeschmiert. So. Dann brauche ich direkt eine Säge. Hab, glaube ich, genug Eisen. Ja, dürfte reichen. Eine Kette, zwei Eisenbarren und Holz und dann haben wir es. Und daraus können wir jetzt einen Webstuhl machen. Und daraus ein Bett. Klingt komisch, ist aber so. So, haben wir hier oben mal eine Fackel rein. Und irgendwie müssten wir jetzt hier einen Webstuhl machen können. Ah, hier. Und daraus kann man jetzt, glaube ich, Seile machen. Ja. Und daraus könnten wir, glaube ich, ein Bett machen. Okay. Wo ist das Bett? Bett, 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 Bett. Wo ist das Ding jetzt? Ach komm. Ich glaube, man braucht 5 Seile. Na super. Mache ich denn? So, gehen wir mal raus und wieder in die Höhle und versuchen diesmal nicht zu sterben. Betonung auf nicht. Der soll sich von der Tür weg bewegen. Critical Strike. Hier machen wir lieber zu. Und da haben wir wieder so einen Stern. Ich finde es ja toll, dass es im Gegensatz, dass bei Terraria jetzt sich im Gegensatz zur Version vor dem Patch sich das Leben regeneriert, weil das war damals so extrem nervig. Man konnte zwar öfters Heiltränke hintereinander setzen, aber für den Anfang war es ja immer viel besser, wenn du das Leben so regenerieren konntest. Also ich finde, das haben sie wirklich gut geregelt. Da kommt jetzt ein schwebendes Vieh. Andererseits muss man sagen, sind jetzt die Bosskämpfe schwieriger geworden, weil früher konnte man dauernd auf H hauen, damit man sich da wieder auf komplett hoch geheilt hat, aber jetzt muss man immer 30 Sekunden warten. Ist jetzt ein wenig doof, aber man kann damit leben. Aber für die Anfänger ist es ganz nice, muss ich sagen.
Ich glaube, hier sind wir gleich wieder am Ort, wo wir vorher gestorben sind. Ja, da ist mein Grabstein. Nein, nochmal sterbe ich jetzt sicher nicht. Vorerst. Na super. Dann hole ich mir gleich die Spinnweben dort hinten. Diesmal ist zum Glück kein Piranha, denn die hauen so extrem viel Schaden raus, das ist ja nicht mehr normal. Oben sind auch noch Spinnweben. Ich sehe jetzt aber gerade. Was ist denn das? Keine Ahnung, was das ist. Kann man das mitnehmen? Axtstatue. Boah, ich habe gehofft, das ist jetzt irgend so eine Waffe, die man mitnehmen kann. Naja, schaden kann es nicht. Das dort oben ist Gold, so wie ich das gesehen habe. Ja, nehmen wir ja auch gleich mit. Wir dürfen es ja nicht verkümmern lassen. Ein paar Fackeln können nicht schaden. Okay, war ich hier schon? Nein. Wie geil, das ist hier so ein Untergrundhaus. Belebt langsam wieder. Ich glaube, das ist so ein Life-Rig. Flammenpfeil, Heiltränke sind ja auch nicht schlecht. Und Goldmünzen. Und solche Leuchtstäbe. Die kann man werfen. Lalala. So, das Ding nehme ich auch gleich mit, das passt dann zu unserer Axtstatue. Die Spinnweben lasse ich hier auch nicht verkümmern. Ah, die Axt, halt die Kiste. Lasse ich die fast da. Dann werfen wir die. Was ist denn das für ein Hintergrund? Kann man den selbst craften? Ich weiß nicht. Na egal. Schmeißen wir mal einen Leuchtstab darunter. Vielleicht ist hier irgendwas Nützliches dort unten. Okay, ich gehe davon aus, dass es tief runter geht. Deswegen springe ich da jetzt auch sicher nicht runter. Und das war vergiftet. Okay, ich hasse diese Fallen. Aber die kann man sicher abbauen. Pfeilfalle. Das Spiel erinnert mich wirklich immer mehr und mehr an Minecraft. Im Ernst jetzt. Pistons haben wir schon gesehen, jetzt ist so eine Pfeilfalle. Was kommt denn als nächstes? Stirb. Du auch. Ich gehe jetzt einfach mal das Haus fluten, ne? Ich glaube, die legendäre Kupferspitzhacke ist bald auch mal ersetzbar, denn die ist auch ein wenig langsam.